Aus dem Suntal fließt ein Bach in Richtung Ilsenburg, der mal weniger und mal mehr Wasser führt. Niemals aber versiegte er, und so siedelten vor langer Zeit bereits Menschen in seiner Nähe. Das von ihnen gegründete Dorf Wollingerode gibt es schon seit Jahrhunderten nicht mehr. Nur zwei der drei Wollingeröder Teiche, die der Suhnbach speist, sind bis heute übrig geblieben. Über den Äckern und Wiesen liegt der Nebel der Geschichte, und die Sage erzählt davon. Sie berichtet, dass auf den Saatbergswiesen ein Schloss gestanden hat, in dem ein Bischof wohnte. Der Bischof war von allen Bürgern des kleinen Harzortes wegen seiner unnachsichtigen Strenge gefürchtet. Die geringste Verfehlung ahndete er hart, aber auch an der fleißigsten und gewissenhaftesten Arbeit fand er etwas auszusitzen. Seinen Knotenstock hatte jeder einmal kennengelernt, und wer ihm aus dem Weg gehen konnte, der tat es. Nicht nur gefürchtet war er, sondern auch mit abgrundtiefem Hass gedachte man seiner. Eines Tages wurde er während eines Spazierganges von seinem Diener erschlagen. Seine Frau ließ ihn von 12 Männern im Wienberg begraben und reiche Schätze ließ sie mitvergraben. Da sie aber fürchtete, dass das Grab könnte ausgeraubt werden, ließ sie die 12 Männer nach der Beerdigung ermorden. Denn an Grausamkeit stand sie ihrem Manne nicht nach. Die Frau sollte keine ruhige Stunde mehr haben. Ein Blitzstrahl traf sie und wie eine Fackel brannte sie lichterloh. Nun aber muss sie umgehen und irrt ruhelos umher, bis sie von ihrer Schuld erlöst wird. Aber bisher ist das wohl noch nicht geschehen, denn gar mancher will sie um die Mitternachtsstunde schon gesehen und ihren Ruf vernommen haben. Ach, herrecke doch nicht dann! Ich gehe zwischen den Saatbergswiesen und dem Wienberg, um nach Spuren zu suchen. Der Wienberg besteht aus Muschelkalk. Überall kann man die Reste der Gräben des mittelalterlichen Kalkabbaus sehen. Und plötzlich sehe ich unter den Wurzeln einer Buche die unscheinbare Öffnung im Berg. In alten Schriften ist davon die Rede. Es ist die Wienbergshöhle. Sollte darin vielleicht das Bischofsgrab verborgen sein? Ich krieche hinein. Und tief ist sie. Aber ich komme nicht weit, denn sie wird einfach zu eng. Schade. Und so werden das Grab und die darin verborgenen Schätze auch weiter unentdeckt bleiben. Es war wohl der Kalkabbau, der die Höhle in den Berg grub. Und die Tongewinnung schuf auf den Saatbergswiesen das tiefe Loch, in dem, so berichtet die Sage, das Schloss versunken sein soll. Der Besenbinderstieg führt genau dort vorbei und trifft nach kurzer Strecke auf den Kienbach. Dieser schlängelt sich durch das Tuchfelstal und hat an vielen Stellen den tiefroten Ton freigespült. Nun treffen wir auf den Kolonnenweg, dem wir nach rechts folgen. Am Wegweiser biegen wir wieder rechts in Richtung Ilsenburg ab. Die Forststraße überquert gleich wieder den Kienbach. Wir wandern nun auf der nördlichen Seite des Wienbergs, kommen wieder an den Saatbergswiesen vorbei, überqueren den Suhnbach und schon sehen wir den Ziegelhüttenteich, den Ausgangspunkt unserer ca. 4 Kilometer langen Wanderung.